Wegen einer Weltkriegsbombe ist der Londoner City Airport geschlossen worden. Die nicht detonierte Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg war am Sonntag bei Bauarbeiten an der Themse im Osten der britischen Hauptstadt entdeckt worden. Alle Flüge am Montag sind gecancelt, sagte der Flughafenchef. Etwa 16.000 Passagiere seien von der Sperrung während des ganzen Tages betroffen. Die Polizei errichtete eine Sperrzone rund um den Fundort und evakuierte Gebäude. Auch der Bahnverkehr wurde teilweise unterbrochen. Im Zug der sogenannten Luftschlacht um England wurde London vor allem zwischen Herbst 1940 und Mitte 1941 von der deutschen Luftwaffe bombardiert. Dem sogenannten Blitz fielen insgesamt rund 43.000 Zivilisten zum Opfer.